Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Kennt ihr den noch? Kennt ihr den? Hier mit Originalautogramm. Das ist Rainer Erler. Rainer Erler ist einer der großen, großen deutschen Filmregisseure und ich mag sein Gesamtwerk und ich habe mir jetzt wieder was Neues gekauft. Was Neues, Altes. Ich bin ein Fan von dem Film Fleisch. Ich habe hier bisher die DVD gehabt und jetzt kam die Blu-ray raus, neu abgetastet in 2K-Version. Es ist optisch natürlich besser als hier diese DVD. Es ist aber immer noch nicht natürlich ein vergleichbares Erlebnis wie heute. Natürlich werde ich diese DVD nicht wegwerfen oder in Zahlung geben, weil vielleicht seht ihr es hier. Hier hat die Dame hier, nämlich Jutta Speidel, unterschrieben. Und ich hatte Jutta Speidel getroffen auf einer Veranstaltung in München und ich wollte sie interviewen. Und ich hatte dieses Cover dabei von Fleisch und ich glaube, sie hatte Angst, dass ich sie über die Nacktszenen von damals mit ihrem damaligen Ehemann Hermann Hermann befrage. Aber ich wollte eigentlich gar nichts über Nacktszenen wissen. Ich wollte über die Regiearbeit von Rainer Erler was wissen. Und sie sagte nur, ach, der Rainer, unterschrieb und war dann weg. Und ich hoffe, sie unterschreibt mir irgendwann mal auf einer Veranstaltung hier die neue Blu-ray. Was ist Fleisch? Fleisch ist ein sehr, sehr umstrittener Film gewesen, der 1979 quasi in die Kinos und vom ZDF produziert wurde, ins Fernsehen kam. Und ich erinnere mich noch, dass meine Eltern, ich war damals zu klein, ich war 10 Jahre, 11 Jahre alt, ich habe das nicht so richtig verstanden, da gab es beim Abendessen eine Diskussion um Organhandel. Und wir erinnern uns, Michael Crichton hat Coma gedreht, das war die große US-Produktion und die kleine deutsche Version war in Anführungszeichen Fleisch von Rainer Erler. Und dieses Thema Organhandel war so umstritten. Kann denn sowas sein, haben meine Eltern diskutiert. Ja, wir haben heute andere Zeiten und wir wissen ja, was da draußen auch los ist. Kommerzieller Organhandel scheint möglich zu sein. Es ist nicht mehr Science Fiction, wie es damals war von Rainer Erler, sondern es ist Fact geworden. Und Rainer Erler hat sicherlich diese bundesdeutsche Diskussion angestoßen und da gab es dann auch große Diskussionen, soll man einen Organspendeausweis nehmen oder nicht und wird man im Krankenhaus dann quasi ausgeschlachtet. Diese Diskussionen gab es damals. Ich habe einen Organspendeausweis und ich finde es richtig, dass ich ihn habe und wir sollten alle so einen Organspendeausweis haben. Ich habe inzwischen mir auch ein paar Bücher von Rainer Erler gekauft. Das ist die deutsche Ausgabe von Goldmann. Und ich habe hier die DDR-Ausgabe, weil der Film lief ja auch in über 120 Kinos dieser Welt, unter anderem in der DDR. Und da war er ein Renner, obwohl er natürlich ein bisschen geschnitten war. Die ein paar New Yorker-Szenen waren rausgeschnitten. Da gab es kleine Änderungen, weil das kann natürlich nicht sein, dass man den Amerikanern, den DDR-Bürgern von damals, das New York zeigt. Für mich war der Film optisch nicht nur ein harter Thriller, sondern er war auch ein Roadmovie. Und das erinnert mich auch immer wieder an den deutschen Wim Wenders, der ja auch als Europäer eine Sichtweise auf die USA hatte. Und ähnlich ist es mit Rainer Erler, der quasi einen Roadmovie gedreht hat, weil Rainer Erler hat in Fleisch viel totale Aufnahmen gehabt. Er hätte das gleiche auch mit Halbtotale oder nah drehen können, aber er hat viel totale Aufnahmen gemacht und damit war das weite Land der USA auf Film gebannt. Und wenn man das heute anschaut, es ist wunderbar. Dann ist mir aufgefallen, es gab ja dann von Sam Peckinpah Konvoi. Und im Grunde kommen Elemente hier auch wieder vor, die Trucker-Szene und sowas, finde ich faszinierend, eben wie visionär der Rainer Erler war. Und ich würde ihn gerne mal treffen. Er wohnt quasi 30 Minuten, 35 Minuten, 40 Minuten hier von mir. Oder er wohnt, je nachdem,
etliche Flugstunden entfernt von mir. Er wohnt ja einmal in Perth in, ja, Australien, und er wohnt in Oberbayern, quasi bei mir hier nebenan. Und ich, vielleicht wage ich es nochmal und frage nach, dass ich ein Interview mit ihm führen darf über seine Art des Regieführens, des Filmführens. Es gibt auf dieser Blu-ray hier nicht nur ein alternatives Ende und einen alternativen Start. Es gibt ein kleines Booklet, sehr schön, das ist nett, dieses Booklet, prima. Aber vor allem gibt es auf dieser DVD, auf dieser Blu-ray drei Interviews mit Rainer Erler, die für mich super, super interessant sind. Und der Mann hat extrem viel geleistet. Er hat ja jetzt etliche Preise bekommen, der Bundespräsident hat ihn geehrt und so weiter und so fort. Ich würde ihn einfach gerne mal treffen. Mal schauen, vielleicht klappt es ja. Ich habe noch ein anderes Bild von Rainer Erler in meinem Arbeitszimmer, von den Dreharbeiten mit einer fetten Arri-Kamera. Das ist, glaube ich, das offizielle Foto gewesen hier mit Originalautogramm. Also, Empfehlung, Fleisch unbedingt anschauen. Es gab dann mal eine Neuverfilmung von Oliver Schmitz für ProSieben. ProSieben. Die ist okay. Die spielte nicht in den USA, sondern spielt in Südafrika, hat aber die ähnliche Thematik. Das Cover war im Grunde an das Cover, eben dieses ikonische Cover von mit Jutta Speidel angelehnt. Ja, aber das war es auch schon. Das ist okay für ProSieben, okay, aber bitte nicht vergleichbar mit diesem Meisterwerk vom legendären Rainer Erler. In diesem Sinne, Film kaufen, anschauen, genießen, nachdenken. Und schade, dass es ein solches Genie, der solche Themen aufgreift, heute nicht mehr gibt. Ich denke nur an die Delegation. Und vor allem das Blaue Palais. Ich möchte das Blaue Palais auf Blu-ray mit gescheiter Auflösung. Wow. Und den Soundtrack und den Score hätte ich gerne. Eugen Thomas, glaube ich, hat die Musik gemacht. Vorname bin ich nicht sicher, aber Thomas, Nachname weiß ich noch. Super Soundtrack, super Soundtrack. Okay. Die Flitterwochen werden zum Horrortrip. So steht's da hinten. Starkes Film. Danke. Bis zum nächsten Mal in diesem Sinne. Gebt mir ein Like, folgt dem Kanal und wünscht mir viel Glück, dass ich den Rainer Erler vielleicht doch mal treffe.